So, Sibyl, was haben wir denn hier im Hintergrund? Ich weiß auch nicht. Was ein lauter Kloß, der aber ziemlich schnell ist, den wir von weitem vor circa 15 Minuten noch als kleinen weißen Fleck am Horizont gesehen hatten. Ich Ja. hatte gedacht, das ist ein kleines Motorbötchen. Ja. Es stellte sich dann aber doch schnell heraus, dass es eine Highspeed-Ferry ist, Ja. die uns erst wirklich in der Mitte nehmen wollte. Ja. Das wollten wir eigentlich nicht. Okay. Wie schnell ist sie denn? Ich glaube, 34 Knoten, hattest du gesagt. Wir Ja. sind bei, zum Vergleich, wir sind jetzt bei 6,4 Knoten. Ja. Aber ich kann auch Also sagen, ungefähr warum, wenn wir hier sechsmal so mal uns die schnell. Fähre angucken auf dem Display, ja. Hier ist ja das Display. Und dann ist das Express 2. Und die Daten sind 35. Hier kann man es sehen. Hier sind wir. Moment, hier sind wir. Und da ist die Fähre Express 2. Und als ich da eben draufgeklickt habe, da haben wir sehen können, ja, 35,4 Knoten Geschwindigkeit hat Express 2. Also das ist schon nicht wenig. Aber das sind ja Profis und die wissen, was sie tun. Und sie beachten ja auch das Wegerecht und haben uns ganz großzügig, ach, das passiert. Ja, und übrigens bei der Gelegenheit, wo sind wir gerade? Wo waren wir? Wo geht's hin? Wie ist die Situation? Frau Kapitänin? Wir kommen gerade von der Insel Samsö, Ja. ein wunderbar kleiner, schnucklicher Hafen, der Ja. nicht doll belegt war. Wir hatten ein Foto gesehen im Hafen. Da liegen sie mitten im Sommer eine Saison im Päckchen zu Ja. fünf, zu sechs. Das hatten wir nicht. Wir hatten es im Gegenteil ganz idyllisch. Ja, und die Wetterverhältnisse haben uns gelassen, dass wir heute mit Westwind und Windstärken, so weiß ich jetzt nicht, vier in Böen, manchmal vielleicht sogar fünf, hier in Richtung Gräna steuern. Ja. Genau. Und wir haben jetzt hier noch, wie viele Meilen? 22 Seemeilen und Ja. werden so circa 17 Uhr, 17, 18 Uhr ankommen, wenn es so bleibt. Vielleicht auch schneller. Mal Ja. gucken. Warum ist da die Stange da so umwickelt? Ah, richtig. Genau. Wir hatten das nämlich heute nach der Erfahrung gestern, dass wir doch ganz schön Druck hatten, dafür entschieden, das erste Riff reinzumachen. Das sieht man da vorne mit der blauen Leine, die zieht das Ganze dann in eine bestimmte Höhe. Also man kann das groß nicht so weit hochziehen, wie sonst normalerweise. Ja, das war so eine Art Segelbremse oder sowas. Segelbremse, genau. Ja, manchmal, wenn der Skipper ein bisschen viel Schiss in der Hose hat, dann, und die Skipperin wahrscheinlich eher, der gibt an den Ohren, lass uns mal einen Riff reinmachen, Nee. vielleicht sogar zwei. Ja. Dann macht man das so. Aber wir haben die anderen Skipper vor uns beobachtet, die sind auch mit einem Riff drin, insofern waren wir auf der sicheren Seite. Muss Manchmal das kann machen, man was sich, nee, man. muss man nicht, aber man kann sich ein bisschen orientieren. Ja, okay. Dann kann man aus den Fehlern Und was ist lernen. das Ziel denn eigentlich der Tour? Heute Gräna. jetzt. Heute wollen wir nach Gräna, Ah, oder? was ist Also, da? wir hatten überlegt, ob wir nicht vielleicht auch doch gleich nach Anholt segeln, Ja. diese kleine spatzenförmige Stadt, Insel, Ja. Entschuldigung, im Kattegat. Aber dann dachten wir, vielleicht ist es doch ganz günstig, wenn wir schon mal in Gräna halten und uns mal Gräna angucken. Soll eine größere Hafenstadt sein, Ja. mit einem etwas größeren Hafen. Da können wir noch mal ordentlich bunkern. Ja. Na, du siehst da rum schon fast alle. Ja. Die Fässer müssen gefüllt werden. Und dann geht es weiter nach Anholt. Und dann sind wir, wenn alles gut geht, übermorgen schon in Schweden. Ja. Das heißt, neue Gastlandsflagge.
wissen. Die kann man ja jetzt gerade nicht sehen. Sag mal, und diese Schnur da, warum schlackert die da so? Der Dirk ist nicht meine Zuständigkeit. Um den Dirk kümmert sich das Skipper. Ein bisschen Schlotterleben muss schon sein. Wenn hier sonst alle Strippen aufgeräumt sind, so ein bisschen Schlotter braucht man. Ja. Okay. Dann machen wir hier noch ein paar Impressionen vom Bordleben. Ja. Genau, die Pflanze gedeiht prächtig. Da wollen wir erstmal hinkommen. Mhm. Hier, genau. Unser Pünktchen. Genau. Und innen drin. Ja. Oh, wir haben wieder einen auf Kollisionskurs. Ist auch alles ganz gut am Schaukeln. Die Kamera hat auch gut zu tun. Sie muss nämlich immer wieder neu scharf stellen. Ja. So, alles wunderbar aufgeräumt. Hier sind die Rettungswesten griffbereit. Die Batterien sind gut aufgeladen und es ist wieder einer auf Kollisionskurs. Ja, genau. Okay, da müssen wir mal drauf achten. Und bis dahin geben wir zurück ans Funkhaus. Ja. Tschüss. Tschüss.